Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Perfect. Ja Leute, heute geht es um Luna Lovegood und ich würde sagen, wir reden nicht lange rum, sondern starten gleich. Fakt Nummer 1. Während das Zaubereiministerium und der Tagespropheten gegen Harry und Dumbledore gehetzt haben, war Luna stets davon überzeugt, dass der dunkle Lord zurückgekehrt ist und hat Harry unterstützt. Außerdem war sie überzeugt, dass Cornelius Fudge eine Privatarmee hat. Fakt Nummer 2. Harry ein Interview im Kletterer organisiert, in dem er Stellung dazu nimmt, wie der dunkle Lord zurückgekommen ist. Fakt Nummer 3. Luna war im Kampf im Ministerium dabei und hat sich aufgrund ihrer eigenen Art als sehr produktiv erwiesen. Fakt Nummer 4. Luna, Neville und Ginny bauten zusammen im dritten Schuljahr die Dumbledores Armee wieder auf und führten einen erbitterten Kampf gegen die Todesser, die zu diesem Zeitpunkt Hogwarts unter Kontrolle hatten. Fakt Nummer 5. Luna und Neville haben die Dumbledores Armeetreffen vermisst und haben deshalb stetig ihre Galeone im Auge behalten. Somit waren sie die einzigen, die beim Kampf am Dom gegen die Todesser dabei waren. Fakt Nummer 6. Luna wurde im siebten Teil entführt, da ihr Vater der Herausgeber des Klitterers war und extreme Widerstandsberichte gegen den dunklen Lord publiziert hat. Fakt Nummer 7. Luna wird später eine bekannte Naturforscherin und heiratet Rolf Scamander, den Enkel von Newt Scamander, der der Hauptcharakter in den neuen Film Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, darstellt. Ja Leute, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao!